Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen und wünsche euch natürlich mal wieder einen richtig geilen Montagsanfang, einen richtig geilen Wochenanfang. Heute gibt es eine Buff-Schelle. Das bedeutet, man könnte auch sagen, eine Buff- und Nerf-Schelle. Wir wollen mal wieder Revue passieren lassen, was denn eigentlich die Auswirkungen des letzten Patches waren. Ja, man sieht ja immer, okay, hey, dieser Champ wird gebufft und hier wird etwas getan, aber man kriegt gar nicht zwingend mit, außer es ist komplett broken, wie bei einem Champion, den wir mit dabei haben. Was denn jetzt eigentlich wirklich passiert ist. Und dafür ist dieses Video da und wir wollen mal schauen, was uns so erwartet. Anfangend hierbei wollen wir mit dem Mage-Update das mehr oder weniger kleine, was wir hatten. Das heißt, wir hatten Nerfs zu den Mana-Items, wir hatten Buffs zu einigen AP-Items und wir hatten natürlich einige Buffs selbst zu Champions. Ja, das heißt, zum Beispiel Syndra wurde gebufft. Ihr tat das auf jeden Fall ganz gut, 0,7% Winrate. Bei ihr war es noch nicht wirklich klar, ob es ein Buff oder Nerf wird. Auch bei Lux sehr, sehr ähnlich. Ja, das heißt, sie hat Buffs und gleichzeitig Nerfs erhalten, aber auch ihr tat das wirklich sehr, sehr gut. Lux auch ein Champion, den ich nicht besonders gerne im Team habe, denn sie erfüllt einfach keine wirkliche Rolle. Sie ist so der Schüler, der in allem eine 2 hat. Ist ziemlich gut, ja, aber naja, vielleicht hättest du lieber jemanden, der richtig geil in Mathe ist, ne, aber man muss sagen, mit diesem Buff, das tat Lux so unglaublich gut. Ja, das heißt, gerade diese Cooldown-Reduce-Geschichten, sau nice. Wer aber noch richtig, richtig krass ist, meine Freunde, ist Six. Denn der ist tatsächlich über die 2% Winrate-Marke dazu, ja, gestoßen. Und man muss sagen, ja, bei vielen klingt jetzt ja 1-2%, Tobi, was ist das denn? Das ist bei League of Legends wirklich enorm viel, ja, das muss man safe sagen. Vor allem, wenn man mal schaut, was er bekommen hat. Er hat tatsächlich in Anführungsstrichen nur etwas Schaden auf seine Bomben bekommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das wirklich nur an dem Six-Buff lag. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Denn wir haben auch einige andere Champions, die tatsächlich im Overall-Ranking nach oben gegangen sind. Vor allem, wenn wir uns anschauen, Zoe, Seraph und auch noch Vel'Koz. Drei Champions, die in diesem Patch komplett unberührt waren. Ja, sie wurden nicht direkt verändert oder so. Natürlich, die Items wurden vielleicht sogar eher genervt. Dennoch ist ihre Winrate jeweils um 1% hochgegangen. Finde ich wirklich erstaunlich. Also so schlecht kann das Mage-Update, wo alle gesagt haben, ja, lol, wird zerstört werden, jetzt nicht gewesen sein. Warum aber ausgerechnet diese letzten drei Champions so gut profitiert haben, könnt ihr absolut gerne mitdiskutieren und in die Kommentare schreiben. Ja, da ist gerne, gerne offen. Ich persönlich hätte gesagt, natürlich Xerath. Mana-Items wurden genervt. Xerath hat eine Passive, die mit Mana versorgt. Das heißt, er hat hier einen kleinen Vorteil. Allerdings wird das zu Six nicht unbedingt passen und auch zu Zoe ebenfalls nicht. Ne? Deswegen gerne in die Kommentare rein, eure Meinung zählt. Dennoch muss gesagt sein, da wo Licht ist, ist auch Schatten. Natürlich haben wir Buffs, natürlich scheint die Sonne gerade in diesem Moment draußen, aber heute Abend wird es dunkel sein. Und genau deswegen gibt es natürlich auch Champions, die das Mage-Update, ja, quasi gerade die Mana-Änderung nicht so gut verkraftet haben. Cassiopeia. Ja, Cassiopeia ist einfach der Inbegriff von Träne und ihre Winrate ist einfach um 2,39%, ohne dass sie genervt wurde, direkt runtergegangen. Ja, das muss wirklich, also safe an den Mana-Items liegen. Ja, sie rusht ja quasi die Träne und sie baut auch sehr, sehr oft noch ein weiteres. Archangel-Staff ist auch ihr Item, wurde ebenfalls genervt und das scheint doch echt ins Gewicht zu fallen. Quäse, keine Macht, so viel Käse. Und damit geht's weiter zu Kaiser, also Quäse, wie ich sie auch ganz gerne nenne. Und zwar, ja, der Nerf war unglaublich, hat den Kaiser bekommen hat. Ja, das heißt, ihr Death's Dance wurde richtig zerstört, ihr Q wurde genervt und gerade diese beiden Änderungen sind komplett GG gewesen. Sieht man auch ebenfalls hier in der Winrate 2,18% runtergegangen. Bei ihr muss man fairerweise sagen, ihre Winrate war enorm hoch, sie war super stark und ist jetzt, würde ich sagen, in einem fairen Level immer noch sehr, sehr stark in guten Händen. Was man bei Cassiopeia, natürlich Cassiopeia ist schwer zu spielen, aber sie ist jetzt deutlich im negativen Bereich, muss man ja sagen. Bei Kaiser muss man halt wirklich schauen, wie sie sich entwickelt, ob Death's Dance wirklich noch so gut ist. Ich persönlich bezweifle das so ein bisschen, aber wir haben auch noch einen weiteren Champion, der so ein bisschen hart gelitten hat, und zwar Kennen. Ja, ich meine, man kann nicht immer sofort sagen, dass alle Änderungen einschlagen und bam, ab nach oben mit der Winrate. Manche Änderungen brauchen eine Zeit. Aber wenn die Winrate erstmal um 1,82% für den Kennen Toplane, jetzt weiß man natürlich nicht, welchen Kennen das zwingend betrifft. Ist das der AP-Kennen oder ist das der AD-Kennen? Ich denke mal, es geht mehr um AD-Kennen, weil AP-Kennen habe ich seit 1910 tatsächlich nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall scheint es nicht so wirklich richtig reinzuhauen. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, aber Tobi, was ist denn eigentlich mit AD-Carry-Kennen? Ja, das heißt, auf der Botlane gespielt, der ist komplett Müll, über den brauchen wir wirklich nicht reden. Also seine Winrate ist sogar noch schlechter als die von Asia und das heißt schon wirklich was.
kommen wir zu den Champions, die durch die Buffs jetzt richtig saftig, sahnig, cremig, fresh und geil und nice Reno sind. Und zwar haben wir hier als erstes den Champion, wo ich mich enorm drüber freue, es mich glücklich macht, aber zugleich ebenfalls sehr traurig. Und zwar Talon. Ja, er hat nur in Anführungsstrichen einen Bugfix bekommen und durch diesen Bugfix war es so, dass er weniger Range auf seiner Q hatte als vorher und das hat dafür gesorgt, dass er jetzt einfach auf 52,5% Winrate angestiegen ist durch einen Bugfix. Ja, die Q-Range fühlt sich jetzt enorm schöner, muss ich sagen, und ich persönlich, mir ist es nie aufgefallen, dass vorher da Range gefehlt hat. Ich habe das nie irgendwie vermutet oder überhaupt angezweifelt, dass da irgendwas fehlt. Aber es ist einfach unglaublich schön und natürlich muss man sagen, 52,5% Winrate, das ist gerade noch okay, grenzt aber fast schon an Broken, was bedeutet, es könnte sein, dass er genervt wird. Und wenn er dann irgendwann genervt werden sollte, was ich wirklich nicht hoffe, dann wird wahrscheinlich irgendwo Damage reduziert oder sowas, ne? Also wenn sie das dann machen sollten, dann sollten sie vielleicht doch wieder ein bisschen Q-Range runternehmen, vielleicht die Hälfte so, ne? Dann sind wir ja auch irgendwo fair angekommen, ne? Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Als nächstes auf der Liste haben wir den guten Baum Ivan. Er hat einen richtig guten, deftigen Buff bekommen und vorher schon viele, bevor der Patch überhaupt live war, haben schon sehr, sehr viele sehr gute Pro-Player gesagt, okay, hey, das wird jetzt mal wieder richtig krass, ich werde den Baum auspacken und das wird meine Season so mehr oder weniger. Auch hier muss man sagen, man sieht jetzt deutlich öfter Ivan und seine Winrate ist um fast 2% angestiegen, hat ihm auf jeden Fall sehr, sehr gut getan und ich muss sagen, Ivan ist so unglaublich nervig, vor allem, wenn du selbst ein Jungler bist, weil einfach deine Buffs irgendwo weggesmited werden. Komplett räudig. Wen wir ebenfalls haben, was sehr interessant zu beobachten ist, ist LeBlanc, ja. LeBlanc wurde ja vor kurzer Zeit erst wieder reverted und dann sagt sich natürlich jeder Hans und aber auch Franz, ne. Das heißt zum Beispiel Franz auf der Botlane und Hans auf der Toplane, hey geil, LeBlanc, die ist bestimmt voll broken, alle YouTuber sagen, die ist broken. Erstmal in der Mitte auspacken, erstmal 0-10 gehen, ne. Das heißt, jeder spielt sie einfach, ne? Selbst die sie nie gespielt haben. Mittlerweile sagen sie einfach, okay, hey, ich hab jetzt, bin 10-mal 0-10 gegangen, kein Bock mehr, ich gehe wieder AD Carry, ich gehe wieder Toplane. Und dann sind Hans und Franz wieder auf ihrer Lane. Aber Peter, der nicht die Meta spielt, vielleicht jetzt gerade doch, der spielt weiter LeBlanc und der hat halt Bock auf sie und der befasst sich natürlich mit ihr und sieht, okay, hey, die Items sind geil, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Und natürlich geht dann gleichzeitig, wenn die Playrate runtergeht, die Winrate hoch. Ja, die Leute lernen sie besser zu spielen und die Leute, die sie nicht können, spielen sie nicht mehr. Sehr, sehr interessant zu beobachten auf jeden Fall. 2% quasi fast dazu bekommen, obwohl sie keinen direkten Buff oder sowas bekommen. Und damit, meine Herren und Frauen und Gentlemans und Gentlefrauen, es ist soweit. Platz Nummer 2 der absoluten Rasier-Champions, Garen. Ja, Garen hat 2,5% Winrate dazu bekommen. Es ist komplett insane. Im Bronzebereich, Bronze-Silber-Bereich ist jetzt sogar jetzt mittlerweile auf 53,5%, was broken ist. Ja, ich meine, da wissen die Leute auch echt nicht, ne? Die ganken zu zweit Garen und der killt halt einfach beide, weil der einfach ein Panzer ist, ne? Aber Garens größte Schwäche auch hier, deswegen Kiten, deswegen ein Heilo nicht ganz so effektiv, aber selbst da 52,5% Winrate ist unglaublich gut, muss ich sagen. Und damit outsticht er rein in der Theorie jetzt erstmal Darius, was ich krass bezweifelt hätte, dass der Buff so hart einschlägt. Muss man wirklich mal anschauen, wie sich das jetzt entwickelt. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Also vielleicht sollte ich wieder Garen Main werden, aber natürlich in der Mitte, ne? Kennen wir ja. Und damit, meine Freunde, Vorhang auf. Und zwar zu Platz Nummer 1. Und da haben wir keinen geringeren als Mundo Mundo. Ja, dass Dr. Mundo so krass durch die Decke gehen wird. 4,5% Winrate einfach nach oben. War absolut klar, ne? Das, wo ich das schon in den Patchons gelesen habe, war einfach safe, ne? Ich meine, 100% HP-Regeneration auf einer Stufe 3 Ultimate mit einem Cooldown von, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden, war absolut klar, dass das dumm ist, ne? Das war so dumm, dass es jetzt auf dem PBE auch schon wieder genervt wird. Das heißt, seine Kosten, die er hat, um die Ultimate zu aktivieren, werden deutlich erhöht. Das heißt, von 20% auf 35% aktuelles Leben immer noch. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie es sich vielleicht anhört. Auf jeden Fall ist Mundo genauso im Jungle, der Toplane-Jungle, auf beiden Lanes absolut insane und am Rasieren. Nutzt das aus, solange ihr noch könnt. Ich denke, das macht wohl wirklich echt Bock, muss man sagen. Ne? So ein Panzer, der nicht aufhaltbar ist und trotzdem den gegnerischen AD-Carry, Mage und wahrscheinlich auch noch Toplaner umbringt. Schön, 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 schön. Beim Durchsehen der Statistiken ist mir auch besonders ein Champion mal wieder ins Auge gefallen. Es ist ein Champion, der eigentlich immer broken ist, wo niemand davon ausgeht, dass er broken ist, aber jeder insgeheim weiß, dass er broken ist. Er aber eine Zeit hatte, wo er nicht broken war, aber jetzt wieder. Okay, es handelt sich tatsächlich um Aurelion, ja, Aurelion Soul, ne? Ich weiß, es spielen nur relativ wenige, wobei das hält sich ja auch echt noch in Grenzen. Und seine Winrate ist seit Patches schon wieder wirklich in einem Bereich, der, wie heißt das Wort,
broken ist. Ja, es ist halt einfach so. Ich kann mich daran erinnern, da hatte man eine Zeit gehabt, da ist er unter 50% gedroppt. Und ich dachte, okay, das war's mit Aurelion Rip. Aber na, jetzt gucke ich rein, ist wieder komplett GG. Also, ich muss sagen, Aurelion ist ein Champion, der macht mir auch immer wieder, da kriege ich Bock. Okay, hey, Tobi, wie wäre es mit Aurelion? Da kriege ich einfach Lust drauf. Aber ja, ich habe letztens ein paar auseinandergenommen und das fühlt sich, glaube ich, auch in manchen Situationen nicht schön an. Und die Aurelion-Mains haben dann geintet. Ne? War, na gut, das ist aber auch eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ihr Aurelion-Main werden wollt, dann jetzt. Eine letzte Sache habe ich noch für euch und zwar den Müllbuff. Ja, ich nenne ihn einfach mal Müllbuff. Und zwar, ich habe super krass angezweifelt in den Patreon schon. Kassadin wurde gebufft und zwar mit was? Ja, richtig, einen Müllbuff. Das hat ihm einfach nichts gebracht. Klar, seine Winter ist noch ein bisschen runtergegangen, wird wahrscheinlich nicht an seinem Buff liegen, den er bekommen hat, aber ja, ich würde echt sau gerne mal wieder ein bisschen mehr Kassadin spielen, aber mit Müllbuffs wird das leider nichts und deswegen verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen und tschüss.